Und jetzt aus Wien in Österreich, Avalanche. Aus Dresden in Deutschland, Shooter Schulz. Gemeinsam sind sie Blown Up. The Big Man is in there. Wie schön, dass du Blown Up bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Herzlich willkommen zur Geburtstagsausgabe von Blown Up. Ein Jahr Blown Up. So viele Stimmen, so viele Geschichten. Und heute gibt es die Spezialepisode hier für euch. Direkt aus Dresden. Ganz viele Partygäste heißt es also heute. Wer hat den Lampenschirm auf? Wer steht immer rauchend auf dem Balkon? Wer trinkt das ganze Bier weg? Die Geburtstagsparty von Blown Up. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei Blown Up. Ausgabe Nummer 34 steht auf dem Programm. Es ist die große Geburtstagsausgabe. Ich bin wie immer Avalanche, a.k.a. Robert Dreisker, und bei mir der ehrenhafte, auch Jubilar, Felix Shooter Schulz. Hallo Felix, wie geht's dir? Hallo Robert, super. Wir sitzen hier nämlich gerade, stehen hier gerade, kurz nach deinem Match. Du bist komplett außer Atem noch. So schlimm? Nee, es ist super. Also wahrscheinlich visuell schlimmer anzuschauen, als sich anzuhören. Ja, ich bin auch ein bisschen verschnupft. Das hilft auch nicht gerade. Und zu unseren Füßen sozusagen läuft gerade Road to 19th Anniversary in Dresden. Ja, Match Nummer 2 müsste das, glaube ich, gerade sein. Mit den Pretty Bastards, Julian Pace und Oliver Carter. Ja, heute, wir haben uns gedacht, wir kredenzen euch heute mal was ganz Exquisites. Nämlich das, was wir am besten können, unvorbereitet in den Tag gehen und eine Episode Blown Up aufnehmen. Und da dachten wir, wir nehmen euch einfach mal mit und servieren euch ein Potpourri. Einen guten Laune, möchte ich sagen, weil der... Oh, guck mal, uns gerade was Böses passiert. Egal, der Robert hat nämlich heute eine sehr knappe Anreise gehabt, weswegen ich mich dann vor allem aufgemacht habe, einfach mit jedem geredet, der mir irgendwie über den Weg gelaufen ist. Ich hoffe, der Robert ist mir nicht sauer. Nein, also warum sollte ich... Also, deswegen sauer sein. Da muss schon, also ich glaube, was unseren Podcast betrifft, gibt es nichts, was mich auch nur im Ansatz sauer machen könnte. Oder wird dir was einfallen? Darüber möchte ich erstmal nicht weiter reden. Das läuft im nächsten Jahr, können wir darüber reden. Bei nicht passierter Ausgabe aus diversen Gründen. Ich habe noch Ferrero Küsschen für dich als Entschuldigung. Egal. Ja, also wir haben uns tatsächlich jeden möglichen Leute geschnappt. Wir werden wahrscheinlich weitermachen, wahrscheinlich mit dir auch irgendwann nochmal. Ja, also wenn es sich nochmal gibt, dann melden wir uns nochmal, auf jeden Fall. Aber vielleicht, nee, blend erstmal über. It's your birthday, so we wish all the very best to you. Days of sunshine with a wonderful time. And that you... So, mit mir hier in einem... AJ! Ich kann das... Andy Jackson. Andy Jackson, Francis Caspin hier. Und wir sind gerade zusammen in Dresden vor der Show und gehen mit meinem Hund im Park spazieren. Mein Hund hat keinen von euch gebissen, oder? Mich schon, ja. Warum warst du so aggressiv zu dem Armtier? Nee, und guck mal, wie lieb der jetzt tut. Das ist eine Frechheit. So, Francis, wir hatten dich ja tatsächlich mal im Podcast vor einer Weile. Hast du es gehört? Nee. Ich war im Podcast und eigentlich wollten wir noch eine Show zu Verschwörungstheorien machen, aber ja, ich wurde nicht mehr eingeladen. Können wir gerne nochmal machen. Was ist deine aktuelle Lieblingsverschwörungstheorie, Andy? Meine aktuelle Lieblingsverschwörungstheorie ist dieser eine Mann, Epstein. Ja. Der Selbstmord begangen hat, aber in Wirklichkeit. Mit dem pädophilen Ring? Ja, richtig. Das, ja, natürlich hat er Selbstmord begangen. Nur weil der sich das Knick gebrochen hat und weil die Kameras ausgefallen sind. Ist das denn wirklich eine Verschwörungstheorie? Das ist ja die Frage, ne? Das ist die Frage. Ist es eine Verschwörungstheorie oder ist es die Wahrheit? Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich... Also, Joe Rogan ist da ja sehr... Ja, Joe Rogan ist da sehr sicher. Und ballert sich jeden Tag ein geiles Meme dazu raus. Ja. Das ist auch wirklich eine strange Sache. Also ich habe mich mit dem Fall wenig beschäftigt, aber... Ich bin auch der Meinung, dass Epstein definitiv getötet worden ist. Also, das ist... Von wem denn? Das ist... Andy, hau mal raus, oder ist dir das zu gefährlich? Sollten wir diesen Podcast veröffentlichen?
Nein, also ich glaube es tatsächlich auch. Aber von wem kann ich nicht sagen. Also das ist spekulativ. Also und der Typ war steinreich, oder? Der hatte richtig viel Asche gehabt. Richtig. Der hat mit Trump und Hillary und... mit Bill auch. Bill. 26 Flüge mit Bill Clinton. Ist das Zufall? Ist das Zufall? Ich will hier nur mal betonen, dass ich an Recht und Ordnung glaube. Das wird alles seine Richtigkeit haben. Auch in Amerika? Ja. Bist du sicher? Hell no. Mein Hund spielt mit einem anderen Hund, während wir hier über die Wahrheit reden. Hallo. Amy, da sind Leckerlis, die sind nicht für dich. Komm mal weiter. Ich muss auch mal wegen dem Wind. Ist aber normal. Erinnert euch das an eure Kindheit, oder? Ich weiß nicht genau. Flashback. Ist es nicht so kalt gerade im Ruhrgebiet? Nö, arschkalt. Es ist arschkalt, aber es ist halt so ein... Du sagst nö. Ja, so ein Vergleich. Vergleich zu den 90ern. Vielleicht zu den 90ern. Das war eine harte Zeit, Leute. Harte Zeiten. Das weißt du nicht, Fantasy. Ja, damals, Kind. Ja. Damals. Was waren die 90er kalt? Außerdem, ja. Ich bin selber aus den 90ern. 95, Bitch. Ja, danke. Wow. Digga, 95 haben wir beide schon X-Men geguckt. Richtig. X-Men, die Animated Series. Das ist eine geile Animated Series. Jetzt auch bei Disney Plus, dass das nächstes Jahr zu uns kommt. Ja. Das regt mich richtig auf. Das ist eine Holst Frechheit. Du dir das? Natürlich. Wirklich? Also, ja. Das ist Netflix weg. Weg. Warum? Bist du bescheuert? Jungs, warum? Was wollt ihr damit machen? Also tatsächlich, das Einzige, was Disney Plus hat, was ich cool finde, ist die Simpsons-Folgen und die ganzen Warner Brothers-Sachen. Simpsons? Ja, die haben Simpsons komplett, aber halt auch neuer Bildausschnitt, deswegen man die Hälfte der Gags nicht mehr sieht. Oh. Also die Gott. Oben und unten am Bildschirm sind. Also. Warum das denn? Weil das früher halt 4:3 war und das kannst du heute nicht mehr bringen, weil alle jetzt... Ach so. Das ist der Geier, was... Ja. Schnaufst du ein bisschen, weil du hier mal kurz ein bisschen berghoch gehen musst, oder ich was? Ich schnaufe überhaupt nicht. Ich hab Schnaufen gehört. Hast du Schnaufen gehört? Der Mann ist seit 4.30 Uhr auf den Beinen. Seit 4.30 Uhr? What? Ja, sicher. Und jetzt mit mir hier im Park mit meinem Hund zu laufen? Ja. Tja. Guck mal, was wir alles für deine Töle machen. Mit meinen Amy. Timberlands. Amy! Ich hab weiße Schuhe an und bin hier im Park. Und gehen da lang. Wir gehen schon wieder zurück jetzt. Alles gut, dann füttern wir mal den Hund noch, dann geht's auch schon langsam wieder zurück in die Halle. Machst du heute englisches Kommentar? Jupp, mach ich. Heute wird auf jeden Fall geil. Guckt euch auf den Event später an, auf WXW Now. Wie heißt der nochmal? 19th Anniversary in Dresden. Road to 19th Anniversary, glaube ich. Road to aber du hast das Protokoll noch nicht bekommen, was wir machen. Nein, das habe ich schon bekommen. Aber ich wollte jetzt einfach nicht den... Ist okay, für alle, die es nochmal wissen möchten. Road to 19th Anniversary in Dresden. See you there. And have a good night of great fights. Ja, warum tust du das? Würde jetzt aufhören zu reden? Das verstehe ich halt gar nicht. Das ist jetzt das zweite oder dritte Mal hier bei uns in Dresden. Ja, bei euch in Dresden ist es, glaube ich, mein drittes Mal. Und ich bin jedes Mal wieder am Überlegen, soll ich diese Reise auf mich nehmen? Soll da ich hinten ist die Frauenkirche. Oh, das ist man sieht sie von hier. Da hinten, ganz da hinten. Neben den großen Blöcken, links daneben. Und... Hier kann man bestimmt gut Schlitten fahren. Ja, tatsächlich. Ich freue mich auf den Winter. Ja, das ist erstmal was Positives zum Winter. Aber wie gesagt... Ja, es ist halt nicht ein Winter, wie er früher in den 90ern war. Nein. Die 90er waren viel härter. Das ist... Lieber wie Friends wird das niemals verstehen. Was? Ich bin Ende der 80er geboren. Da war es... Es war eine harte Zeit. Und da gab es noch Walkman. Gameboys ohne Farbe. Das hätte ich hatte. Ich hatte den mit dieser durchsichtigen Hülle. Ah, den coolen. Ja, logisch, Mann. Also, warum logisch auch immer? Ja, ich weiß auch nicht, warum das so logisch ist, aber ja, Gameboys ist geil. Da kann ich auf jeden Fall nochmal einen Querverweis zu Retro Gaming machen. Macht das, Leute. Es ist sehr interessant. Danke für deine Expertise. So, und Francis, ich glaube, wir hören uns bestimmt auch nochmal, wenn es um andere Verschwörungstheorien geht, oder? Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Du hast es selbst aufgeschmissen, angebracht. Ja, aber ich will leben. Ja, zu spät. Hillary ist auf dem Weg zu dir. Hillary's gonna get ya. Well, I'm taping because now we have like 1 year of blown up. Hello, AJ. Hey. And Mr. Dennis Birkendahl. Hallo! Hallo zusammen. Du musst nach links. Willkommen in Deutschland. Wo man beim Kraftwerk Mitte
10 Meter vor der Halle parkt, aber leider besitzt die Halle nicht die Rechte, dass man dort parken darf, also wird man abgeschleppt. Also muss man plötzlich mitten im Aufbau den Wagen umparken. So AJ, what's your take on this? Why did you go this way? Why don't you go back down further that way where there's more spots? Go there. Okay. Oh, is that where you guys parked? No, we parked over there, but there was no space available. So then links. Oh, so literally back where we came. Now we go to the other side of the bridge. Let's call it a bridge. We're going to West Germany now, AJ. Oh, but we're escaping. We almost made it, you guys. So yeah, geradeaus und dann direkt dahinter links. So ist aber alles drin, ne? So America, yes, I will not cut anything out of this so shit. America just taught us the history wrong. It wasn't actually a wall, it was a bridge. It's a bridge now. Oh, nice. It's a bridge now. Yeah. Oh, cool. You just cut a hole in it? That's before we burnt them, and now we do build them. Oh. Hell yeah. This is so stupid, actually. Thank you, David. Andrew, what happened to your hair, by the way? Colored it. Yeah, but you know, you're like kind of a guy. So? A lot of guys color their hair. It's not like a normal, it's not just a girl thing. This is such a narrow-minded way to view things. I thought you were more progressive than that. You still think pink's a girl color? No. I don't know what's more orange, his beard or the face of a certain referee at NXT. Oh, what? Drake? Was that a Drake Younger joke? That was supposed to be a Drake Younger joke. That was awful. That was so bad. You could just say Drake Younger. And it's like, certain referee. Yeah. That's so pinpointed that it's not like people are gonna be guessing. It's just like, why didn't he just say Drake Younger? Like Lynx. And try to find a parking space right over there somehow. Oh, you know, like that one that person's taken? No, there's so much more. It's like a long street. Oh. There's so much more, AJ. Yes. Yeah. Ample parking. So much more to this area. Look around. Isn't it nice? It's beautiful. We just went with Francis and Andy to my house because my dog needed to go out and needed to get fed. Aww. My dog bit Francis. What? Well, he was kind of aggressive. Francis was aggressive? I think so. Or is your dog racist? Does your dog happen to be a German? There was no problem with Andy. Okay, fair enough. He just doesn't like freshness. I hate freshness. Oh my god, you're... So let's talk about a more important topic. Is there a good political correct curse word? Like an insult that could be used that's politically correct. Motherfucker? Yeah, but motherfucker's not politically correct because what's the problem with fucking a mother? No, they're just... Like, there's nothing... Yeah, you said is it... What's a curse word or an insult? Like piece of shit, correct? I think. It's gender neutral and... Motherfucker is one as well. There's nothing necessarily wrong with mothers, it's just a rude thing to say. Yeah, but why? Like, but you seem, it's not, like, actually it's not a bad thing to fuck a mother. It's a nice thing, to be honest. Like, depends on the mother. I mean, they need love, too. Yeah. They have a hard job. So, like, cunt is a great word, but it's kind of sexist. I wouldn't say it's sexist. I don't know. But, like, it's, in America, it's a big no-no word, that's for sure. Yeah, that makes it so much more fun. That's because all Americans are pussies. Here now, with his teeth buried into plastic, Jörn Simon. Yeah, I'm trying to open this pack of chicken. You know, trying to be healthy, get my protein. Yeah. I'll be silenced. Trying to get healthy by eating chicken and donuts. Yeah. Building blocks with big muscles. As Ilya Dragunov once told me, carbs are carbs. What an intelligent young man he is. Yeah, so smart as a whip, that Ilya Dragunov. Yeah. Doesn't matter what kind of carbs you get in, according to Ilya. Yeah. They are carbs, proteins. Yeah. And the rest is not that really that important. No. Yeah, just snort straight sugar. Yeah. I'll open this in my own time. I can't. Donut it is. Give me 3 seconds to open mine. Yeah, I mean, like. You want a knife? I got a knife. I just fucked up, bro. I'm not gonna. What? Yeah. I don't have any nails, so I need to open it. Kind of packaging. It comes with a pull tab right here.
Oh, I was on the wrong side. Here you go, stud. Yeah. Here you go. Here's Dude, your food. I don't understand German, so yeah. I didn't know. I'm gonna be a great fucking parent if I can guide this man child around. You would definitely not be a great parent. Oh, I'm great with kids. You fuck off. I took like child development classes. I'm really great with kids because you're about on the same level exactly. of intelligence. We have so much fucking fun. Yeah. We have a lot in common too. Change diapers and shit. Yeah. I'm very good with children. With you and kids still shit themselves? No, it's happened three times. Fuck off. I know. At the age of 27. So what do you want to talk about, Shooter? Exactly that. Yeah? Yeah? I feel like we just did. Like, there's nothing more to that story. There, probably there is. So when was the last time you shit yourself, AJ? Like, seriously. Like a good old diarrhea into the pants. Okay, like full load? Well, first go full load and then we go... When I was a child. Yeah, full load when I was a child. Last time there was like a mess where it's like, okay, I need to clean this up a little bit and there's a little stain. That was like at least like 5 weeks ago. At least 5 weeks. Yeah, so here's the thing. If you're like... I'm not proud. You look kind of proud. I just own up to the fact that as a 27-year-old adult, in the recent history, I have shat myself at least twice. Dude, that's so fucking crazy. I haven't shit myself in days. All right. It's been a good week. Great job. Thank you. Man, I thought there's animal crackers in there. I was about to... They're gone. Fuck. Eat your chicken. Oh, but Azealia says carbs are carbs. No good carbs like animal crackers. Hey, man. They don't think it'd be like that, but it do. So worthless. Wow. And he understands. He knew exactly what I meant. Yeah, look at him. The fact that you just rambled that right off your tongue so quickly. Such bullshit. Yeah. So, Jörn, you want to share a Norm Macdonald joke? Oh, man. Oh, man. Which one? I thought they said an old McDonald joke. And I was like, that's a song. You should know by now. If, like, McDonald gets uttered by, like, me or Shooter, it's Norm Macdonald. Like, that's why it took me by surprise. I was like, I know he's going to get him some Norm. Oh, man, you should have been there last week. I did Norm Macdonald's, like, Brokeback Mountain joke to Lucky, and he bought it all the way. So hard. It's so good. He's such a gullible little fuck. Because when at the end I got to the punchline, he's just disappointed. Because like he thought it was a legit story, and then there's a joke. He's like... Jörn has the biggest smile on his face, and I'm just shaking my head like, God. Yeah, because, you know, he's heard the joke from me like 20 times. That day. It's my favorite Norm Macdonald joke. It's a Brokeback Mountain joke. So, wir sind hier mit Rotation. Hallo, Rotation. Hallo, Felix. Wie geht's dir? Gut, und wie geht's dir? Oh, ich bin müde. Wie geht's dir? Warum bist du müde? Ach, das weiß ich nicht. Vielleicht, weil man auf so einer Tour in den Osten... wenig Schlaf und viel Arbeit bekommt. Wie lange hast du gespennt? Du warst gestern in Gotha. Ich war gestern in Gotha und dann haben wir in Jena geschlafen und ich habe circa 4 Stunden geschlafen. Das ist gut für Tourverhältnisse, aber nicht genug für mich. So, du warst jetzt eine ganze Weile nicht mit auf Tour. Wie ist es jetzt wieder dabei zu sein und keinen Schlaf zu bekommen und dumm rumzufahren? Das ist das Beste. Es macht so viel Spaß, dich zu schlafen und die ganze Zeit im Auto zu sitzen. In solch einem kleinen Ringtruck, den man durch ganz Deutschland zu steuern hat. Das ist wundervoll. Nein, es macht wirklich Spaß und die Resonanz der Fans ist auch wunderbar. Kannst du mir erklären, warum Dennis Birkendahl dieses Foto für dich gewählt hat, für diese Show? Alter, ich liebe dieses... Lustig reinblickst, während alle anderen böse intensiv gucken. Dieses Foto ist großartig, weil es war nur der Testshot. Das heißt, am Anfang von so einem Fotoshooting macht man einmal kurz ein Foto, damit man die richtige Kameraeinstellung hat für die Schärfe des Fotos. Ich bin kein Fotograf, aber das wurde mir so in der Fall gesagt. Und dann habe ich einfach blöd da reingeguckt und meinen Daumen gehoben. Und anscheinend ist es der Money Shot geworden. Also ich kann damit gut leben. Zuerst habe ich es nicht gemacht. Ich habe gesagt, Alter, will der mich veralbern? Aber mittlerweile... Verarschen sagen, wir können hier schimpfen, du kannst auch Fotze sagen. Nein, sowas mache ich nicht. Ich bin doch Kindertrainer. Oh, stimmt. Sorry, dass ich da reingedrückt habe. Nee, ja, aber mittlerweile finde ich das echt cool. Gut, sonst so. Du warst noch nie bei Blown Up, ne? Nee, aber ich bin immer Blown Up. Ah. Ja, das sagen bestimmt alle, ne? Nein, ich war noch nie da.
Ich glaube, den Gag haben wir tatsächlich schon 10.000 Mal gehabt. Ich glaube, deswegen heißen wir auch so. Ach so. Weil das ein lustiger, direkter Gag ist. Deswegen sagen wir auch immer, blablabla bla, bla, ist blown up. Carsten Beck. Der ist tatsächlich blown up. Hat mal, mit, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat mal einen Lockup gemacht mit jemandem, also ganz am Anfang des Matches, und dann sagt er, ich bin blown up. Athleten, wirklich professionelle Athleten. Carsten Beck ist definitiv der professionellste Athlet, den wir hatten. Der nicht heute auch? Oh, ich weiß nicht, Carsten war auf jeden Fall gestern via Telefon aus der WXW-Zentrale zugeschaltet in meinem Match und hat eine Entscheidung gefällt. Also ich dachte, er steht nämlich auf der Liste der Hotelzimmer. Nee, der ist nicht da. Ah gut, dann ist er wohl nicht da. Ich meine, das wird eh nachher released, who gives a shit. Hey. Sonst so. Sonst so, ja, ist schön hier, ich liebe Dresden, wunderschöne Stadt. Wann warst du das letzte Mal hier? 2016. Sehen. Welche Halle war das? Alter Schlachthof. Ach, im alten Schlachthof. Was hast du denn da gemacht? Emil Sitocci. Ich habe verloren. Hey, das passiert, aber ja, gegen Emil. Pimmel. Und ich, das habe ich nicht gesagt, das Uschi. War... Herr Veitmüller. Ach so, ja, jetzt haben wir doch K-Fab gebrochen. Das war doch ein Böser. Das war Prinz Ahura. Der sagt sowas. Veitmüller ist ein Guter, der sagt solche Schimpfwörter nicht. Nein, das letzte Mal im alten Schlachthof Dresden gegen Emil Sitocci 2016, im April. So, Pimmel, Muschi. Guten Abend. Du warst gestern in England. Ja. Und hast Ambition Style gecatcht. Ja. In einer Liga, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, deswegen sage ich Ambition Style. Tetsujin. Was soll das heißen? Gesundheit, weiß ich nicht. Ah, das ist einfach Glück, langes Leben, Ewigkeit. Und wie war's? Ja, geil, ballern, ne? Ja, ordentlich. Magst du, ne? Ja, schon. Also, ich bin ein kleiner Genießer, wenn es um so weit geht, ne? Ja, sicher. Sag mal, Gratulation nochmal. Du hast, also, du warst nicht dabei, aber du hast ein Kind bekommen in der Familie. Ja, aber ich war auch dabei. Ehrlich? Bei der Geburt, ja. Cool. Du bist ein echter Mann. Und bei der Herstellung. Also, bei der Geburt habe ich zwar nicht zugeguckt, weil das finde ich widerlich, aber sonst. Bei der Herstellung war ich auch nicht hingeguckt, das war nicht wieder. Mach das Licht aus! Mach das Licht aus, ja. So, und wie ist es jetzt? Ist Junge oder Mädel? Junge. Das heißt noch, eigentlich müsste das Mädel müsste älter sein, oder? Mit die El Bundy-Version. Genau. Gut, kann man ja nicht planen. Nee. Und jetzt reinhaust schon. Aber das Gute ist, beim Jungen brauchst du bloß auf einen Pimmel aufpassen. Die Eltern-Tipps von Fightfucking Müller. Unfassbar. So, und jetzt langsam wieder ein bisschen durchstarten. Also noch nicht voll, logisch. Familie ist jung, das Kind ist da. Liegt der Fokus erstmal woanders, ne? Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr, da wird der Fokus auch noch mehr auf der Familie liegen. Ich meine, ist ja irgendwie auch verständlich, ne? Ja, sonst brauche ich kein Kind machen, ne? Und ich denke mal, spätestens 2021 wird es wieder mehr. Katja, kurze Interviewzeit für Blown Up. Hast du zu tun? Katja! Hast du endlich mal ein Aufnahmegerät dabei? Musst du nicht eins von mir leihen? Ich habe ein Handy dabei. Freut mich für dich, endlich. Danke für deine Arbeit. Danke für deine Arbeit. Und Jay Skillet hier, du bist jetzt immer groß dabei in Belgien im Fernsehen, habe ich gehört. Ja, das ist richtig. Bei Belgium's Got Talent bin ich aufgetreten. Da gab es jetzt die Abstimmungsperiode. Ja, das ist richtig. Die ist jetzt vorbei. Aber ich darf noch nichts sagen. Aber wenn ich dir verspreche, dass wir das nicht veröffentlichen? Trotzdem nicht. Vertraust mir nicht, Junge. Nein. Vertraust mir nicht. Meine Freundin bringt mich um. Wie war's denn? Cool. Also, du hast sie einfach nur angezündet, oder? Also, ja, also... Du warst nur der Typ, der Mörder war. Die Sache ist die. Den ersten Act habe ich mit ihr zusammen gemacht, aktiv auf der Bühne. Da haben wir dieses mit Fackel in den Mund stecken und anzünden und so gemacht. Und der zweite Act ist jetzt auch schon gelaufen. Da war ich praktisch nur am Bühnenrand als Safety da. Also ich war nicht aktiv in den Act involviert. Na, also zweite Runde ist jetzt gelaufen. Halbfinale und jetzt ist halt die Frage, ob sie ins Finale einzieht oder nicht. Was ist, kann man generell gewinnen? Ruhm? Gibt es da Geld? Also es geht natürlich insgesamt erstmal um Exposure, na, dass du im Fernsehen kommst. Also man merkt das jetzt auch schon an den Booking-Anfragen. Ach krass, das ist sofort das spürbar. Man. Ja, ja. Geil, na dann lohnt sich das doch. Ja, und ich glaube, da gibt es ein Preisgeld, aber ich weiß nicht mal, was das ist, ehrlich gesagt. Ja gut, vor allem belgisches Geld ist doch eh nichts mehr. Richtig, so sieht das mal aus. Und sonst, Catchen läuft. Catchen läuft, ja. Du warst in Irland. Richtig, wollte ich gerade ansprechen, ja? Nimmst du die Worte aus dem Mund. Gut vorbereitet. Ja, ich war in Irland, war eine sehr coole Erfahrung. Gegen wen hast du gecatcht? Michael May. Auch schon bei uns gewesen? Ja, auch schon bei uns gewesen. Da, das war praktisch die ganze Geschichte, die wir da gesponnen haben. Ja, war
eine sehr coole Zeit. Alle haben sich sehr gut um uns gekümmert. Und ich kann nur Positives berichten, bis auf das Wetter, das war schlecht. Dennis, was geht? Dennis! Dennis! Ficker. Ja, was denn? Ficker. Und wen man alles in Dresden trifft, ist natürlich die ostdeutsche Wrestling-Legende Rick Beckson. Nein, Sternau, hallo Sternau. Tag. Wie geht's? Geht so, wie es einem alten Mann geht. Einem sehr alten Mann, also du musst dich jetzt hier nicht jünger machen als du bist. Ja, genau. Pro Wrestling in Deutschland gut überstanden? Ja, passt soweit. Ja, was muss man sagen? Ja, du warst dabei, Shooter, auf Taktshow. Der alte Mann, gleich zwei Matches an einem Abend und alle beide gewonnen. Ja, so muss das laufen, da wisst ihr Bescheid. Und heute mal ein bisschen zugucken und gucken, wie Christian Bischof ausgeschoben wird. Sehr gut. Genau, so soll das sein. Oh, hier, Herr Birkenthal, herzlich willkommen. So, ich wurbel mich jetzt zum 18. Mal in diesem Podcast. Ich habe übrigens die Tasche nicht gefunden. Welche Tasche? Die Headset-Tasche. Ey, Alter, du sprichst jetzt mit mir, jetzt ist gut. Das ist die große Stunde von Sternau. Hallo. So, wir brauchen jemanden, der zum Saturn fährt, um ein HDMI-Kabel zu kaufen. Der Saturn ist 4 Minuten von hier entfernt. Da, red mit Ralle, der kennt sich ja aus, der hat ortskundig. Ralle, die rote Messe. Ja, immer rennen. Ja. Ralle fährt. Ralle! Da, alles wunderbar. So, können wir jetzt Podcast machen? Oder? Machen wir immer noch. Also ich schneide hier nichts raus, wie oft denn nur noch? So ist das hier, ein bisschen chaotisch an so einem Showtag. Ne? Ist eine große Show? Ja, man muss schon sagen, der Birkenthal hat ganz schön eine Höhe gekriegt. Ne? Also das ist, ich kenne ihn schon ein paar Jahre her, aber der hat jetzt mittlerweile so eine Höhe. Vielleicht liegt es an den Höhenabsätzen, man weiß es nicht. Ne? Und sonst, Sternau, du hast doch hier Battle Royale mal gecatcht vor einem Jahr. Ich habe hier, das ist schon vor 2 Jahren. Ist das da 2 Jahre? Nein. Das ist schon, glaube ich, 2 Jahre her. Da habe ich hier, oder 1,5 Jahre her, da war es noch im Eventwerk, habe ich mein großes Comeback im WXB-Ring gegeben. Battle Royale. Mit Standing Moonsault. Ja, wieder schön auf den Witz aufgebaut, bis er rausgeschnitten wurde. Genau, wurde einfach rausgeschnitten, wurde aufgebaut und alles, alle nur für diesen Moonsault und dann geschnitten. Screw you. So funktioniert das hier. Solche Sachen werden nicht mehr veröffentlicht. Unfassbar. Und hier das neueste Teil des WXB Referee Teams. Hallo Reno Beats. Einen schönen guten Tag, Herr Schulter. Wie fühlt es sich an, jetzt auch der lizenzierte Referee zu sein? Sehr schön, sehr schön. Ich bin sehr stolz. Du warst gestern in Gotha? Ich war gestern in Gotha, ja. Dort mein erstes offizielles WXB. Hey, was rennst du in meinem Podcast? Geh! Oh. Auch für eine gute weitere Zusammenarbeit. Danke, ebenso. Und Sternau. Der fehlte noch. Ja, über was wollen wir jetzt reden? Erzähl mal, du musst Fragen stellen. Du bist ein Marvel-Fan, weiß ich, ne? Richtig, richtig, richtig. Ganz, ganz großer Marvel-Fan. Ja. Wirst du dir Disney Plus holen? Werde ich tun. Plan ist jetzt aktuell, ich schaue jetzt noch auf Netflix eine Serie, die wir jetzt angefangen haben, zu Ende. Welche? Was gucken wir? Oh Gott, jetzt hast du mich überrumpelt. Um was geht's? Ach nee, hier mit Kevin Spacey. House of Cards. House of Cards, das gucken wir jetzt noch zu Ende. Fantastische Serie. Dann fliegt Netflix raus und dann kommt nur noch Disney Plus rein. Disney Plus gibt's ab März, glaube ich? Ab 31. März in Deutschland für 6,99 €. Da kann man sich die 11,99 € nicht mehr leisten. Netflix fliegt raus. Übrigens, kleiner Tipp für alle, die es interessiert. Ja, also, wenn ihr Aktien anlegt, investiert lieber in Disney als in Netflix. Gutes Vertrauen. Ich bin ja gespannt, ob Disney damit nicht vielleicht ein bisschen zu hoch greift. Aber weißt du, mich gerade nervt, dass jeder seinen eigenen scheiß Streamingdienst hat? Was denkst du, wann es endlich wieder einen Anbieter gibt, der alles zusammenfasst? Dann haben wir wieder sowas wie Sky oder Premiere. Ich warte ja auf den Moment, bis irgendwann mal ein Unternehmen sagt, pass auf, wir packen alles zusammen, alle Streaming-Anbieter und tun das als Paket anbieten. Genau. Wenn die an die Börse gehen, die würde ich sofort kaufen. Das ist nämlich der Markt der Zukunft, Streaming und was nicht alles. Hi, Perle. Und jedenfalls wird es aber eine Weile nicht geben. Ich denke mal, der Streaming-Markt wird dahin sich entwickeln. Es wird große Anbieter geben, es wird kleine Anbieter geben, es wird mal wieder welche verschwinden, es werden mal wieder neue auftauchen. Aber es wird der Markt der Zukunft sein und der Markt ist, sind wir ehrlich, noch lange nicht erschöpft. Weil wenn wir alleine sehen, wie viele Leute jetzt hier gerade in Deutschland, im hochmodernen Deutschland, gar kein Streaming machen können, weil sie gar keine Internetverbindung haben oder mit einem 56K-Modem da sind, wenn die alle irgendwann mal erschlossen sind, im nächsten 30 Jahren und dann anfangen, Videos zu streamen, dann wird's gut. Danke, Sterner. Bitte. Und hier haben wir jetzt eine Hälfte des
Tag Team Championship oder so. Maggot! Grüßt euch, hallo. So, du warst das letzte Mal vor 3 Wochen in Dresden. Ja, ich war vor 3 Wochen in Dresden, das ist richtig. Und, wie fühlt es sich jetzt an, wieder hier zu sein? Lustig, also ich mag Dresden. Meine einzige Erfahrung mit Dresden war die vor 3 Wochen bei Pro Wrestling Deutschland. Die war ziemlich lustig. Ja, die war lustig, waren danach noch unterwegs gewesen. Der gute Shooter war auch dabei. Wir waren schön beim letzten und schwulen Abend. Ja, das war aber aus Versehen, so wie ich das mitgekriegt habe. Ja. Das war ja deine Empfehlung, ne? Wo wir da reingehen sollten. Auf jeden Fall, ey, ich mag Dresden. Ich würde gerne mal mehr von der Stadt sehen. Bin ich noch nicht dazu gekommen. Dankeschön. Ja, ich könnte mit dir über die ganze World Tag Team Sache reden, aber eigentlich ist das auch ein bisschen uninteressant. Sonst so? Na, uninteressant nicht, aber man hat schon viel dafür gehört. Ne, sonst weiß ich nicht. Du, ich habe Foto von dir gesehen, das hast du letztens geteilt, wie du früher aussahst. Ich habe das nicht geteilt, nein, es wurde geteilt. ich sah früher, weiß ich nicht. Die Zeit hat dir gut getan, Junge. Ja, zum Glück, ne? Aber man wird auch älter. Ich glaube, ich war auf dem Foto, war ich 19 oder 18. Ja. Hast du da schon irgendwelche Tattoos? Ja, das Darth Vader-Tattoo auf meiner Schulter, auf der rechten, das ganz kleine schwarze, das hatte ich da schon. So, wie ist Star Wars? Bist du Star Wars-Fan? Immer noch? Star Wars ist der Shit, ich liebe das. Aber auch die scheiß neuen Filme? Es geht, also den achten fand ich ziemlich kacke. Okay, ich muss gerade überlegen, welcher das war. Ja, das war der mit dieser komischen Story, mit diesen Pferde-Aliens, wo der hier, der Finn mit der Asiatin da eine separate Story kriegt, habe ich nicht gecheckt, fand ich nicht cool. Rogue One fand ich geil, Solo fand ich okay. Hast du Mandalorian schon geguckt? Nein, weil Disney Plus kommt ja leider in Deutschland ein bisschen später raus. Aus irgendeinem Grund bist du das dritte Interview, in dem ich über Disney Plus rede. Ey, das ist schrecklich. Ich sehe die ganze Zeit irgendwelche Fotos von Mandalorian. Ja, will es auch gucken und geht nicht. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ja, das ist mir bewusst, aber ich bin ein bisschen verwöhnt durch mein Netflix. Ich habe auch Sky Ticket. Das habe ich nur für Game of Thrones damals gehabt. Ja, genau, und dann hab ich das aber halt evolven lassen in quasi, dass du die ganzen Filme gucken kannst, weil die haben halt immer die, wenn ein Film quasi gerade aus dem Kino raus ist, einen Monat später hast du den bei Sky Ticket, ne? Cool. Ich bin jetzt verwöhnt von der Grafik, also von der Quali, sag ich mal, so, deswegen geht das nicht. Aber wo wir gerade mal sitzen, du warst Teil eines meines Lieblingsmatches des Jahres 2019. In Erfurt, ne? Ja. Das war auch eins meiner Lieblingsmatches generell. Ja, wirklich, das war fantastisch und es ist schade, dass nur 250 Leute das je sehen werden. Das war beeindruckend lustig. Ja, fand ich auch, aber ich find's cool, weil jetzt ist es ein Mythos. Ja, tatsächlich, das ist ein es Mythos. Es ist eine Legende. Ja. Jeder hat davon gehört, aber nur wenige haben es gesehen. Die fucking Zucchini. Die Zucchini und die Fanta, das ist an dem Tag geboren und es war das Beste, was hätte passieren können, weil beim World Tech Festival hat man gesehen, wohin es führen kann, ne? Ja. Und wieso ist es so schön für euch, dass ihr es schafft, die Hälfte des Publikums komplett gegen euch aufzubringen? Ich meine, auch in Dresden vor 3 Wochen wollte der eine Typ wirklich in den Ring. Also der war kurz davor. Ich musste wieder einem Typen sagen, dass du gleich rausfliegst. Und das war dem Typen wieder egal. Es macht halt Spaß, ne? Also die gehen ja auf jede Provokation ein. Warum nicht weiter provozieren? Ne? Und ich meine, du bist der Wrestler, du bist eh safe. Kann dir eh nichts passieren, ne? Also von stehst daher... halt oben, ne? Ja. Wenn einer hochkommt, kriegt er erstmal zu sich getreten. Das müssen wir halt machen in dem Fall. Aber ist ja Gott sei Dank nicht passiert. Hier. Ist alles auf einer Bierschmeißen-Ebene geblieben, glaube ich. Kann man so sagen. Carsten Beck hat es mal geschafft, dass ein Typ so wütend war, dass er aufgestanden ist, die Hose runtergezogen hat und den Helikopter gemacht hat. Habe ich heute das erste Mal von gehört. Finde ich ganz ehrlich gesagt lustig. Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn das einer zu mir macht. Das ist halt so ein absolut geiles Primatenverhalten. Ja, also das nächste, wie du es toppen kannst, ist dann wirklich mit Kacke werfen. Ein runterholen. Das heißt, du bist hier nicht willkommen. Oder so was. Gut, aber was erwartest du heute von Dresden? Wieder Wildheit? Wildheit auf jeden Fall. Wir werden den Leuten ganz schön auf den Sack gehen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und wir haben eine ziemlich coole Überraschung im Petto. Ja, geil. Dann have fun. Dankeschön. So, Sir, Tim Thatcher hier. Oh, yes, sir. Hello, sir. Our current WSW Unified Champion, but... That's not important at the moment because you went to Master Ken. I did go to Master Ken. Fuck yeah. I was so excited. You have no idea that... I have a good idea. All right, okay. So you have a little bit of idea. That's peak. I got underground famous enough that I got to go on Master Ken and beat up Todd. So that's really, you know... These are highlights, sir. These are the victories you need. It actually is. As you sent me the picture, I was so happy. I was like, whoa, fuck yeah. Well, yeah, because it was funny because, like,
when I was looking up Master Ken's stuff, like, I forgot what it was, but, like, your name was listed that you had liked one of his things, and I was like, that's awesome. I gotta tell Schultz then. When I did the Shooter Schultz character a couple of years back, that was the reason why. Oh, of Master Ken. Fantastic. Yeah, let's do that. No, he's brilliant. Like, I think he's hilarious. Him and Todd. And it was awesome to sit there and, like, Todd. And, like, they're great. Like, and it was so funny to sit and watch them come up with it on the spot. Like, literally, like, okay, he's a catch run. Like, they just had this discussion. And they're like, yeah, that sounds good. And they just went and did it. And I was like, that's great. That's professional. Behind the scenes, I'm also very proud. I'm an uncredited part of it. When Master Ken does his flying top rope maneuver in that video, I was the one who threw the dummy down that he edited himself onto. So I want that as credit too, as I'm a professional dummy thrower as well. Due to it, this is my legacy. I'm leaving. Geht irgendwas nach hinten, bitte nicht, Felix. Katja, hast du jetzt mehr Bock? Katja. Ja, ich bin aus einem bestimmten Grund hinter der Kamera. Warum? Weil ich nicht vor die Kamera gehöre. Das ist keine Kamera. Ja, aber das ist nichts für mich. Können wir bitte mich da rausschneiden? Ach. With me here is Brandon. Hi, Brandon. Hello, how are you? Like, who are you? Please, because I think nobody from our fans knows. No, referee Brandon Toll with Impact Wrestling, formerly the head referee of Evolve Wrestling for 8 years. So you're from the East Coast, I guess. Midwest, actually. Middle of the country. Oh. Yeah. Still living there? Yeah, still living there. St. Louis. Oh. Is that hard to get, like, two jobs? It's actually colder here right now than it is at home, which is surprising for the time of year it is. So I came over, I was like, should have brought a longer jacket. So, and your Germany debut was last night, I guess? No, I came in on Thursday. I came in a day early and then did the show in Gotha last night. Yeah. And then doing Dresden today. And then I fly with Thatcher to Progress tomorrow, and then I'm doing a seminar of my own at Knuckle Locks in London on Monday. That's a good week. Yeah, nice little week over here. So, how was Gotha? Gotha was great, actually. For it being like a little small town show, it was awesome. The fans, like, they were really with it, and for my first show in Germany, it was a good experience. So, yeah, looking forward to tonight, though. This place is beautiful. Yeah, but, like, I think fans in Dresden are a little more, like, educated is the wrong word, but, like, the town fans last night are. They're wild. Yeah, compared to, I think the way we compared it to, I was talking with some of the guys in the car ride here. The comparison would be like, I live in a big city, but if you go south of St. Louis into Illinois, like, it's wrestling, like 1970s, 1980s wrestling. So, like, the only thing they know is, like, WWE. So I compared Gotha to basically that sort of feeling. It kind of felt that way driving out, like going out and seeing, like, the farmlands and all that. Like, it was kind of the same feeling. So I compared it to kind of that, which is great in its own right. Yes, you know? Of course. It's a different experience, right? Absolutely, because those fans are not, like, they're not as smart or not as knowledgeable. You know, they see what they see on TV. And, you know, so they go for that sort of thing. But it gives you a little leeway to have a little more fun creatively. Yes. Oh, we had the best matches on not tape, and somewhere happened exactly in those kind of towns. Exactly, yeah. I couldn't agree with that more. So last night was a lot of fun from that aspect. So this tonight with the bigger crowd, the sold-out crowd here, this is going to be a difference. So this is what everyone in America, for fans that know of WXW, this is what we see. So this is the full-on experience here tonight. So, this is your first time in the Eastern States, so to say, in the former Soviet Union. This is my first time in, first time in mainland Europe. I've done a couple of tours of the UK over the past couple of years, but this is my first time here in mainland Europe. And you don't have much time to, like, really No, but I can say this will not be the last time I'm over here. So as I get back over here, we'll get to see a little more as I go over time. Thanks, sir. Thank you. Nö, dafür habe ich das Mikrofon. Okay. So, bei neben mir sitzt Tommy Gießen, heute hier in Dresden. Ja, hallo. Schön, das ist deine erste Show zu deinem 20-jährigen Ringjubiläum. Das ist so, die nächste Show nach meinem Jubiläum sozusagen.
und für mich eine ganz besondere, denn ich bin zum allerersten Mal hier überhaupt in Dresden. Ach, ehrlich? Also zumindest wrestling-technisch, ich war privat schon mal in Dresden, aber wrestling-mäßig noch nie in Dresden gewesen, eigentlich komisch. Das ist wirklich komisch, weil Dresden ja neben Hamburg und Oberhausen die dritte Stadt ist, ne? Die so, halt so ist das, aber ich komme nun mal aus dem Ruhrgebiet oder da aus der Ecke und von da ist das immer etwas weit und das ist der Grund. Das stimmt. Dresden ist eigentlich so schön, man sollte da regelmäßig hinkommen. Ich habe jetzt was von der Stadt gesehen schon und so und bin mal auf die Atmosphäre heute gespannt. Wir sind jetzt gerade noch vor der Show, deswegen weiß ich noch nicht, was gleich abgeht. Aber ich habe draußen die Reihe gesehen, die Leute stehen. Sie stehen schon Schlange? Ja, die stehen schon seit heute Mittag Schlange. Also verspricht es, ein fantastischer Abend zu werden. Glaube ich auch. Tommy, 20 Jahre Ringsprecher. So ist das. Weißt du, wie viele Shows du gemacht hast? Grob? Nee, keine Ahnung. Hast du am Anfang noch mitgezählt? Nicht. Nein, ich will das eigentlich immer. Mein Kopf sagt immer, mach das mal, aber dann jetzt bin ich doch halt ein bisschen spät, ne? Zu faul dafür. Also mehrere hunderte, wahrscheinlich über 1000, keine Ahnung. Ziemlich sicher. Also, ja, ziemlich sicher. Bin seit 5-6 Jahren dabei, ich habe wahrscheinlich schon ein paar hundert. Ja, es ist. Dann hast du viele tausend. Crazy. Ja, früher waren es ja nicht ganz so viele. Früher war es so irgendwie einmal im Monat, alle zwei Monate oder so und dann wurde es natürlich mehr. Krass. Und dann jetzt hier die große Feier. Sozusagen. Alle nachher noch Happy Birthday. Ja, nee, warte. Wir gehen nachher alle zusammen ein Trinken. Die Leute, ganz Dresden. Ja. Tommy gibt einen aus zum 20-Jährigen. Jo. So, Tommy, und wenn du jetzt drüber nachdenkst, in den letzten 20 Jahre, was war deine erste Show? Das war auch da, wo Tess angefangen hat. Das war dieselbe Show, German Wrestling Sports, We Gonna Win in Betzdorf in der Nähe von Siegen im Siegerland. Und Tess und ich haben tatsächlich sozusagen im gleichen Moment Premiere gehabt, unser Debüt gegeben. Was gab's auf, wer war da schon dabei? Oder wer ist denn von denen immer noch von dabei? Von denen gibt's eigentlich so gut wie gar keinen mehr, der heute noch dabei ist. Ich glaube nicht, dass da jemand im Ring war, der heute noch antritt. Bekannt ist der legendäre Thomas Blade, den kennen wirklich so ziemlich viele noch. Man muss auch sagen, dass da damals höchstens, Tess weiß das besser als ich, aber irgendwie 60, 70 Leute oder so im Publikum waren. Mehr war das nicht damals. Ja gut, wo soll es denn herkommen? Ne? Das war eine ganz andere Zeit. So ist das. Und heute haben wir das Zehnfache heute hier. Locker. Also heute erwarten wir über 500 Leute hier. Ja, über 600. Über 600 sogar. Ich habe gerade die Vorverkaufszahlen gesehen. Ja, okay, ja. Und ehrlich gesagt muss ich mich auch langsam umziehen, wenn ich auf die Uhr gucke, weil ich muss gleich die Abendkasse machen. Aber eigentlich können hier draußen noch Leute warten, es regnet nicht. Aber das sage ich ja immer wieder, mein Spruch sozusagen, mein Ding, es geht jedes Jahr immer ein Stückchen besser und noch mehr und noch mehr. Das ist das Geile am Wrestling in Deutschland momentan. So, ich und Christian Bischoff stehen jetzt hier bei der Pre-Show von Road to 90th Anniversary in Dresden. Christian, wie ist es? Wow, was für eine Stimmung. Guck mal hier. Licht am Fahrrad. Ich glaube, ich muss gleich wieder vorgehen. Ich muss arbeiten, aber so lange muss ich mal kurz warten. Komm mal kurz mit. Ja. Weil ich bin auch an der Abendkasse. Und ich gucke mal, ob ich was machen kann. Ich warte mal schnell. Sag schnell was. Ja, wunderbare Einlasskontrolle hier von Micha. Und hier bin ich wieder mit Christian Bischoff. Hallo Christian. Hallo again. Und das müsste eigentlich das erste Mal sein, dass wir Blown Up kurz tapen, während mein Blown Up Partner, der gute Robert, im Ring steht, richtig? Ja, Wahnsinn. Ich glaube, das ist eine Premiere sondersgleichen. Wird ja auch mal Zeit im Jahr 2019. Ja, genau. In unserem ein Jahr Blown Up wird auch Zeit, dass endlich mal getaped wird, während Robert im Ring steht. Weil jetzt gerade beginnt das Shotgun Title Match mit Veit Müller und Jay Skillet. Ja, und eigentlich sollte ja auch Absolute Andy mit dabei sein, aber der fehlt jetzt hier kurzfristig. Wir wissen nicht warum. Aber schau dir Robert an, der ist bereit für Action. Was machst du gerade aus Blown Up irgendeine Kommentarspur für dich? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Als ob ich so etwas machen würde. So. Vielleicht könnt ihr das im Hintergrund ein bisschen hören. Jetzt geht das los. Der Referee in dem Kampf ist übrigens das neueste Mitglied der Mannschaft, der Ringrichter, Reno Beats, auch als GI bekannt hier aus Dresden. Und sorry, ich habe gerade jetzt gesehen, was Francis anhat. Fantastisch. Man muss auch mal was über die Blondierung sagen von Francis Hahn. Das sieht ja wahnsinnig gut aus, passend mit dem roten Anzug. Zerichtos ist auch da. Hallo, Hallo. Hallo. So. Und Zerichtos hat sein Wildschwein mitgebracht. Ein Traum. So, jetzt. In dem Moment ist übrigens das Match eskaliert und der neue Ringrichter hat keinerlei Möglichkeit, die Leute irgendwie zusammenzuhalten. Und ich muss auch mal sagen, das ist das erste Mal seit über 6 Jahren, dass ich wieder in der Zuschauerposition stehe und tatsächlich gerade mal so das zweite Ringseil erkenne. Also wenn außerhalb irgendwas ist, erkenne ich gar nichts. Wer macht denn heute Kommentar? Das ist eine gute Frage. Andy. Also der andere Andy. Andy Jackson. Ich weiß, dass wir Englisch gerade machen, aber ich verstehe nicht, warum das Deutsche halt später gemacht wird, weil Sebastian ist auch das Wochenende nicht mit dabei.
Stimmt, jetzt wo du sagst. Ja, genau. Und deswegen ist der Christian Bischoff heute am am Merch und ich stehe noch aktuell an der Armcast, bevor ich mich nachher für ein anderes Match auch in den Ring begebe. Oh, was musst du heute machen? Ich darf heute AJ und Tyler gegen Jörn und The Rotation machen. Du machst so schön Ordnung hier, gell? Schauen wir mal. Und pass auf, dass Rotation keinen Unsinn anstellt. Ich muss überarbeiten. So, und hier sind wir wieder. Diesmal mit Robert. Hallo. Und dem X-Men. Ja, hallo. In Dresden. Der X-Men aus Dresden. In Dresden. Für Dresden. Wollt ihr was ist? Wo sind wir? Dresden. Wie fühlt es sich an, wieder in Dresden zu sein? Ich bin sicher, die Frage hat dir heute noch niemand gestellt. Nein, du bist wirklich der Erste. Wärst du jetzt der Hundertste, hättest du einen Holzroller mit Klingel dir verdient. Ein was? Holzroller mit Klingel. Ein Holzroller. Genau. Ich wundere mich, warum du den ganzen Tag mit dem Holzroller rumrennen sollst denn dafür. Bisher hat noch niemand so viel oft die Frage gestellt, aber egal. Nee, ich fühle mich prima, ich finde das echt cool und ich freue mich auch mega hier zu sein und gerade halt auch wieder in den WXW-Ring zu steigen und dazu performen und wo kann das halt schöner sein als halt in der eigenen Heimatstadt. 5 Jahre ist es her. Echt? Schon 5 Jahre? 5 Jahre. Das letzte Match gegen Carsten Beck. Also die Zeit vergeht extrem schnell. Ich habe heute nämlich auf meiner Anreise genug Zeit gehabt, mir Gedanken zu machen. Dann bin ich drauf gekommen. Das hättest du dich vorbereitet. Wir alle wissen, dass es immer Felix ist, der sich vorbereitet. Ja, Truth. Okay, ja, da kann ich... Da kannst du nichts sagen. Da fallen mir so viele Argumente ein, das ist ein Stau in den Synapsen. In den Synapsen gibt. Aber mir ist heute aufgefallen bei der Anreise, dass ich vor einem Jahr zum ersten Mal bei einer Show als Match-Agent und Producer dabei war. Vor einem Jahr. Und jetzt, wenn du sagst, du bist 5 Jahre weg gewesen aus Dresden. Ja, aber das, du, ja. Hattest ja auch, du bist ja eigentlich jetzt das zweite Mal hier im November in Dresden. Ja, ich war vor zwei Wochen. Drei Wochen. Vor 2 Wochen. 3 Wochen. War ja auch hier. Siehst du? Der Bärtel kommt rum. Von Neustadt in die Alte. Beide Seiten der Elbe werden hier abgearbeitet. Die Strecke Wien-Prag, Prag-Dresden, die mit dem Zug, die kann ich mittlerweile. Also. Von Wien nach Prag, dann Schnaps und Kippen eingekauft und dann nach Dresden. Die Anreise ist echt okay, aber diese fast 2 Stunden Layover in Prag sind so unnötig, weil das, glaube ich, der unnötigste Hauptbahnhof ist, den eine europäische Hauptstadt haben kann. Ja, da gibt's nichts. Aber Prag ist schön. Ja, nur 2 Stunden. Ich meine, Prag ist schön, ist nicht so groß, da kannst du ruhig mal ein bisschen Kultur genießen. Prag ist eine wunderschöne Stadt, aber der Hauptbahnhof ist scheiße. Welcher Rovka trinken gehen? Ja. Ja, okay. So einfach kann das sein, aber du denkst ja, was hast du die 2 Stunden jetzt immer gemacht? Ja, ich bin rumgelaufen. Und habe mich darüber geärgert, dass ich nicht auf Tschechisch bei Burger King bestellen kann, natürlich. Das nächste Mal, wenn du da bist und irgendwo rausgehst, sagst du Ahoi. Ja, das heißt Hallo, das weiß ich. Ich habe tatsächlich... Ahoi heißt Hallo? Ja, ich glaube, auf Wiedersehen. Nee. Muss ich mal jemanden fragen, der hat mir das damals mal beigebracht. Kann man für beides verwenden, für Hallo und für Tschüss. Ahoi? Ich habe 2 Jahre in der Schule... Ahoi. Ich habe 2 Jahre in der Schule Tschechisch gelernt. Weiß ich auch nicht. Also glaube ich jetzt dir, weil du hast 2 Jahre da gelernt, Ivan, der... Er labert halt. Ja, also ich denke schon, dass das weiß. Er hatte gemeint, die hatten ein paar Mal da Urlaubstage gehabt. Von Urlaub? Weißt du das. So, Tagestrips? Ja. Nachmittagstrips? Ja, 2-Stunden-Trips, kennst du. Gottes. Ja, zum Kippen holen, oder? Schnaps und Kippen. Und die guten Mentholzigaretten, die es hier nicht mehr gibt. Ja. Gibt sie wirklich nicht mehr? Ja, also rauchen ja nicht, aber... Okay, ja. Ach, rauchen ist ungesund. Liebe Kinder, nicht rauchen. Das ist eine Kinderausgabe tatsächlich. Lieber Holzroller fahren. Lieber Holzroller fahren mit Klinge. Ja. Tyler Colton, short interview. Hi, Tyler. Hi, how are you? Well, we talked 3 weeks ago. Mm-hmm. Something new happened? Wrestling in Germany. We are returning to Dresden, the place of our initial conversation, I believe. That's true. Yeah, it's nice to be back here, though. I like Dresden. You have something to tell? You know, Shooter, I wish that I did. I wish I had something exciting to tell you about my journeys here in Germany, but... We could tell stuff about the after-show party in Dresden last time, but I think that should not be told. Some things have to remain a secret, my friend. You all looking fat? Einfach drauf los, oder...
Richtig, weil hier mit mir ist Bobby Ganz. Geil. Ja, bitte, und Gentlemen, willkommen zu der Sendung. Das ist das hier braucht, dass wir endlich mal diese scheiß Ausgabe tapen, die wir uns seit Monaten vornehmen. Ja, wenn auch nur für eine Kippenlänge. Ja, weil die Jubiläumsausgabe, wir machen einfach ganz viele kurze Sachen. Geil, für kurz bin ich immer gern zu haben. Was ist dein aktueller Lieblings-Deine-Mutter-Witz? Fuck, Alter. Ich kenne gar keine Deine-Mutter-Witze, ernsthaft. Außer Buchholz. Scheiße, ey. Hey Bobby, was geht? Ja, ich ziehe mir gerade die Schuhe an, richtig verkrampft. Das ist der größte Schmerz von meinem untersten Rücken. Da bist du aufgewärmt direkt, durchgewärmt. Wenn du die Schuhe zugemacht hast, da bist du schon schön am Schwitzen. Bestes Warm-up übrigens. Schuhe zumachen. Das ist eine Gruppe von Athleten, das ist unfassbar. Ja, wie die Rentner. Im Studio, die machen die Schuhe zu, ist schon vorbei. Da ist schon vorbei. Da gibt es noch die Butterflies mit der einen. Ziehen das Gummi drüber, da ist schon vorbei. Ja. Was machst du heute hier? Ach, du machst Tim. Ich mach gegen Tim. Ja, gegen den guten alten Timo. Wir sind ja beste Freunde, ziemlich beste Freunde. Und wir mögen uns. Vielleicht ein guter Moment, um das letzte Mal zu erzählen, als ihr hier in Dresden gegenüberstandet. Das warst du und Hans Krüger, Jacksons. Gegen Hans Krüger, ja, Hans Krüger, Bobby Ganz, Tim Thatcher und der Ringgeneral Walter. Ja. Hans Krüger, ja? Ja. Look, it's Josh. Hans Krüger war richtig geil. Lebende Legende. Der Eck war wirklich lustig, Mann. Also, das war fantastisch. Das wäre auch eine geile Merchandise-Idee geworden. Aber es ist, wie es ist, ne? Ich, dass du außer Atem bist, weil du dir die Schuhe zumachst. Ich bin Raucher. Bobby, viel Erfolg beim Kampf. Bleib gesund. Besten Dank und viel Spaß. Öl die Stimme. Ja. Killer, Bobby Ganz ist Killer. Ja. Ich hab ein anderes Hotel als alle anderen. Weil hier ist Tassilo Jung. Kein Auto mehr. Was? Mein Auto ist kaputt. Die Werkstatt schon hat... wieder, Mann? Ist das im Mikro? Ja. War das das Intro? Ja. Weil... Das ist die größte Geburtstagsausgabe. Ein Jahr blown up. Ihr habt euch Mühe gegeben, ich merk schon. Wir machen das, was wir am besten können. Chaos. Danke. Die Autowerkstatt hat mich angerufen und hat mich panisch gemeint. Hast du noch einen Zweitschlüssel? Ich so, warum? Hier geht gar nichts mehr. Ich brauche jetzt sofort den Zweitschlüssel. Hilft das? Mal gucken. Dann haben sie 2 Wochen sich nicht gemeldet und dann hieß es, ich glaube, das lohnt sich nicht. Wenn du jetzt ein Geschäftsmann wärst, würdest du das Auto Levanio verkaufen. Das fährt nicht. Das seid doch auch nicht, aber das weiß ja, aber dass deines nicht fährt, weiß er. Dass deines nicht fährt, ist ihm nicht bekannt. Das stimmt. Hey! Levanio! Scheiße, das ist ein machen, ne? So, Tassilo. Felix, Dresden. Robert. Ja. Was sind deine fondest Memories of Dresden? Puh. Viele sind es nicht wahrscheinlich. Weil doch, ganz viele. Dresden ist wirklich, ja, das ist eine große Geschichtssache. Ne? Aber Dresden ist wirklich eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland. Ich finde wirklich, Dresden ist die schönste Stadt Deutschlands. Ja, tatsächlich. Und so die ostdeutsche Stadt, in der ich mir vorstellen könnte zu leben. Ich habe das mal meiner Frau vorgeschlagen, gesagt, ich bin doch nicht bescheuert, ziehe noch nicht raus Deutschland. Und dann war das Thema dann auch erledigt. Ostschweiz. Ja, aber ins Ruhrgebiet wird die ziehen, ne? Aber nicht nach Ostdeutschland. Ich hoffe, das hört sie jetzt nicht, um Gottes Willen. Zeig, ich kriege ja keinen Link. Nee, aber Dresden ist immer schön, gibt viele tolle Erinnerungen. Aber in Dresden wird auch immer der Reset-Knopf gedrückt nach der Show, oder? Ich finde, meine liebste Erinnerung an Dresden ist ein 20-minütiges Match, in dem Axel Dieter Junior versucht, sein Schienbein zu beschützen und immer wieder härtestens darauf eingeschlagen wird. Bis er aus irgendeinem Grund versucht, mit Walter irgendwelche Drehungen und Lutscher-Sachen zu machen, die haben Walter noch nie gemacht. Was natürlich am Ende ist, Walter ihm einfach bitter vor Schienbein stiefelt und Axel schreiend zusammenbricht und versucht, nicht seinen abgebrochenen Zahn zu zeigen. Das war ein schöner Tag. Aber hatte nicht auch Bischof mal ein Tryout in Dresden? Das war der gleiche Tag. Wirklich, alles ein Tag. Bischofs das war Tryout, ein Tag. Der Zahn, das Schienbein und Markus Weiß mit dem Gorilla-Press in die Kühltruhe geworfen wurde. Tante Ju hat viele gute Sachen gesehen. Die Show habe ich, glaube ich, verlassen vor Showende. Hast du meine erste Tour mit euch? Das war meine einzige WXW-Show, wo ich vorher gegangen bin, nach Hause fliegen wollte. Und dann während des Showende, weil ich nicht gewusst habe, wie schnell der Dresden Airport ist, einfach traurig am Gate gesessen habe, ohne Menschen und immer wieder so die restlichen Stücke vom Leberkäse bestellt habe, die bestimmt seit einem halben Jahr da standen. Immer wieder sagte, ja, 3 Euro hast du mal, ich nehme noch ein Stück Leberkäse. Bis ich sagte, hier haben sie auch noch das Ende, ich gebe ihnen das mit dazu. Vor 3 Wochen, als wir bei Pro Wrestling Deutschland waren, da gab es ja auch belegte Brötchen an der Bar zu kaufen.
Und weil wir alle Hunger hatten und noch nicht losgelaufen sind, haben ich und Rainer hat irgendwann einfach nur ausgelegt und wir haben uns unendlich viele Brötchenhälften reingezimmert. Und Rainer, hast du noch Hunger auf eins? Ich so, eins nehme ich noch. Dann kommen wir wieder mit sechs an. Das heißt, wenn ich belegte Brötchen anbieten würde, keine Ahnung, so mit einer Spende und dich und Rainer buchen würde, würden die mir die Kasse voll machen, die mir wieder mehr Brötchen kauft, oder würde das jetzt bei mir einfach stehlen? Ja, würden wir machen, aber Rainer... Also, das war eine Entweder-Oder-Frage. Ja, wir würden es stehlen. Ach so, okay. Oh, danke. Vielen Dank für die Ehrlichkeit. Es gibt weiterhin keine Brötchen bei Wegs. Tut uns leid. Ich habe Angst, dass Rainer und Felix sie stehlen, weil sie eine Figur kaputt macht. Ja. Man muss sagen, den Subway-Deal gab es damals viel zu früh. Das wäre doch heute ein Ding. Wäre es. Aber damals sind ja auch Leute hingekommen, haben einfach alles an Fleisch abgeräumt und die Brote stehen lassen. Genau wie die Mars und Snickers, die es eine Weile lang gab. Die habe ich völlig vergessen. Das ist doch gut. Du lässt das Brot stehen, weil es so viele Carbs hat, aber die Mars und Snickers frisst da auf. Du hast ja schon viel gesehen eigentlich in deiner 20-jährigen? 20-jährigen Laufbahn. Was war das geilste und was war das beschissenste Catering, an das du dich erinnern kannst? Beschissenste Catering war Karlsruhe. Eine vegane Gemüsesuppe, die Brühe war, ohne Würze, ohne Salz und mit Kartoffelstücken. Und als Weiß er sich darüber telefonisch beschwert hat, sagte der in Anführungszeichen Koch oder Gastronom, ja, was hast du vegan bestellt, kann doch nicht schmecken. Dann hat Weiß mal gefragt, ob er glaubt, dass Salz vegan ist. Und dann hat der Typ eine patzige Antwort gegeben, weiter in den eigenen Laden vorbeizukommen, was er nicht angenommen hat, um sich Show anzugucken. Bestes Catering, mein Gott. Da gab es tatsächlich einige wirklich verrückt. Ich würde sagen, Estrella Hotel Berlin war verrückt gut. Ja, das war auch toll. Gut. Bei einer Big Japan Show hatten wir mal so einen Raum, in dem wir alle am Boden gesessen haben. Also nicht ekelhaft am Boden, sondern das sollte auch so sein. Und wir hatten alle so hausgemachte Sushi-Platten mit allen möglichen Specials dazu. Das war auch mega, mega geil. Ich würde sagen, das waren so Best and Worst. Ja, und Fulda hat auch mal geile gehabt. Fulda ist auch gut, ja. Stimmt, ja. Ich habe eigentlich, muss ich ganz ehrlich, spekuliert, dass du die Geschichte mit dem schlechtesten Catering aller Zeiten irgendwie so beginnt mit, ja, damals in Lagos, als ich im Main Event gewrestelt habe. Nein, ich habe im Opener in Douala gewrestelt und da gab es kein Catering. Okay. Da gab es nur Bedrohung. Und hier beim Kurzinterview bei Blown Up, Levaniel, alles gut? Alles super. Und wie ist es hier in Dresden? Wie war dein Tag? Mein Tag war wunderschön glanzvoll und voller unverhoffter und unerwarteter Sternschnuppen. Unerwartete Sternschnuppen, glaube ich. Ja, so kann man es nennen, glaube ich. Zum ersten Mal in Dresden? Ich bin zum ersten Mal in Dresden, ja. Eine ziemlich coole Location, also es ist schon sehr Big-Time-Feeling natürlich. Selbst für den Prinzen der Sterne auch nochmal etwas überwältigend, muss ich sagen. Echt? Ist es so? Tatsächlich, ja. Also diese sind natürlich, kann sehr, sehr weit hoch zum Himmel blicken und die Scheinwerfer mehrere 20 Meter in der Höhe erkennen. Das ist natürlich auch nochmal inspirierend, da bekomme ich gerne nochmal ein paar bisschen Gänsehaut. Daniel, da noch einen schönen Tag. Gleichfalls. So, die Show ist vorbei in Dresden und wir sind jetzt hier auf dem Weg in der Neustadt und neben mir ist eine der profiliertesten Wrestling-Fotografinnen der ganzen Welt. AJ Styles hat sie angesprochen auf ihre Leopardensocken. Janice, sag mal, Janice, was hast du unseren Hörern noch mitzugeben? Rock on! Das war die Geburtstagsausgabe von Blown Up. Wir sitzen hier jetzt im Döner. Gegenüber von hier hat vor einem Jahr alles begonnen, Robert. Wie sind dir deine Erinnerungen? Dürftig. Meine Erinnerungen sind dürftig. Aber es ist nicht so kalt wie letztes Jahr um die Jahreszeit. Ja, weil wir jetzt endlich drin sitzen und nicht nur von draußen traurig reingucken, wie die Weisen. Weil wir unser Equipment wesentlich aufgebessert haben und jetzt auch Indoor bei lauten Umgebungslauten aufnehmen können. Vollkommen richtig. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser, meine andere Art von Blown-Up-Episode. Ja, ich muss sagen, ich bin schon gespannt, was du da heute für Stimmen eingefangen hast. Ich hoffe für dich, es ist kein Bullshit dabei. Ich werde es auf jeden Fall Probe hören, bevor wir das raushauen. Ja, ganz bestimmt wird das passieren. Ja,
Was bleibt uns schlussendlich noch zu sagen? Ich glaube mal. Danke an euch, dass ihr ein Jahr dran geblieben seid. Jetzt hast du mir schön die Überleitung kaputt gemacht. Dankeschön. Ich wollte den Pop. Ja, macht ja nichts. Bin ich ja gewohnt. Ja, wie Felix schon gesagt hat, grundsätzlich mal danke für die tolle Unterstützung, auch in unseren freiwilligen und unfreiwilligen Pausen, dass ihr trotzdem am Ball bleibt und ja, Blown Up unterstützt. Ja, wir werden auf jeden Fall weitermachen, Content für euch zu produzieren, Leute. Hochwertigen Podcast-Content. Deswegen haben wir ein Richtmikrofon. Lucky. Ja, aber alles auf, oder? Die Charakteristik dieses Mikrofons ist eine Niere, die hier oben rumgeht. Und damit... Lucky, ich hätte eh noch eine Frage. Du hast neulich ein Seminar gegeben, ne? Ist da jemand dabei, der vielleicht demnächst mal auf sich aufmerksam machen könnte? Lucky, wo gehst du denn hin?